Grafikbox. Hey, ah, jetzt wird's wieder. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Borderlands 3. Ja, so muss das klingen. Und ich, hallo, hallo, noch jemand da? Hallo. Ah, Internet. So, dann können wir weitermachen. Wir ja, müssen auf Leo warten, die muss erst hierher laufen. Ich bin da, ich bin da. Ich hab hier drei Badasses. Aber wir müssen noch hier lang. Bin da. So. Gut, dann komm. Tada! Moin! Heucht, was kommt von draußen rein? Ah, Genevieve! Mein Körper! Mein schöner Körper! Oh, ich hasse dich! Und weg. Ich brauche etwas Hilfe. Nicht auf den Chip treten. Oh. Ich habe das Schlüsselfragment schon vor Jahren verlegt, ihr kleinen Nummerchen. Wenn ihr es wirklich wollt, müsst ihr zur Brücke kommen und mit mir kämpfen. Okay. Na ja, ja, gut. Ah, Genevieve. Kammerjäger, es tut mir leid, dass du Zeuge der Folge dieser desaströsen Trennung wirst. Ich hatte wirklich geglaubt, Baylex und ich wären füreinander geschaffen. Mich an Orte geführt und ich habe getötet. Es hätte niemals funktioniert, Genevieve. Wir sind von zwei verschiedenen Herstellern und außerdem hast du die Jacobs-Familie verraten, aber das ist sekundär. Der Tod ist eine natürliche Sache, aber deiner war aufregend. Okay, also ich habe eine Idee, wie wir Genevieve besiegen können. Sie hat sich in einem Mullywarn-Mac installiert, aber es gibt noch einen im Shuttle-Hangar. Wenn ich den steuere, kann Genevieve uns nicht aufhalten. Los, ab durch den Maschinenraum. Navigiert uns schon wieder rum. Hier sind die Verkaufsautomaten. Yay! Was hat Leo gesagt? Sag ich doch, aber mir glaubt ja keiner. Weißt du, jetzt glauben mir schon zwei Leute nicht. Keine Fragen. Oh, oh, nein. Entschuldigung. Ich dachte, ich hab's. Ich vergesse immer, dass ich die Waffe aufpassen muss wegen dem Nachladen. Oh, Munition nachfüllen? Ja. Kugeln kauft man bei Marcus. Marcus! Leo? Ja, ich bin gleich da. Ich brauche noch Munition. Dann drück da einmal auf Q. Oder auf Y auf dem Controller. Und dann hat man alles aufgefüllt. Warum dauert das so lange? Sie antwortet nicht. Ich glaube, sie wusste das nicht. Und das nicht geht mehr. Nicht. Sie sucht noch die Q-Taste. Okay, wie geht's weiter? Wie das geht nicht. Wir müssen sie öffnen. Und wer antwortet? Ich hab dir geantwortet. Nein, hast du nicht. Du bist immer wieder abgehakt, seit Mitch den PC verbessert hat. Mit dem Hammer. Ah, nein, da hätte ich nicht runtergehen sollen, nicht wahr? Ah, nee, es ist. Ich helfe dir mit Granaten. Es gibt eine Treppe runter, alles gut. Halt still. Steck eine Gabel in mich rein. Steck eine Gabel in mich rein, was? So schwach. Was ist das für ein komischer Roboter? Oh, ich hab mein Schild verloren. Steckt eine Gabel in mich rein. Was? Das hat der Roboter gesagt. Oh nein. Na gut. Ah, die ist weit weggeflogen. Komm da rein.
Na los, erreich den Container. Ach, von oben, okay, alles klar. Ah, ich muss das mal wieder machen, ja. Du musst gar nichts, du kannst eh nichts. Hep. Navigiert, Baby! Bring mich in diesen Mac. Verdammt, ist das ein Riesenbiest. Du kommst wahrscheinlich nicht an den Kopf. Setz mich einfach irgendwo hin. Nein! Leo! Wie sehe ich aus? Ziemlich locker. Ja, schon klar. Ich sehe ein bisschen seltsam aus. Aber sieh dir diese Waffensysteme an. Cool, ein paar Ratchets. Endlich kann ich mich austoben. Es ist Zeit zu kämpfen. Navigiert, ihr Luschen. Der Badass gehört mir. Oh, das sind die ganzen Badasses. Ja. Mann, das war toll. Also, wie schalte ich diese Schwerelösen ein? Okay, was 2400. Ist das? Was? Nein! Scheiße! Idiot! Kommst du wieder zurück, oder? Ja, wieso gehst du nicht schon rüber zur Brücke? Die Tür müsste offen sein. Ich versuche derweil aufzuhören, wild durch die Luft zu wirbeln. Dann haben wir beide was zu tun. Teamwork! Ich hab's nicht... Nein! Glück gehabt. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, was mit ihm passiert ist. Er ist abgehoben. Gut. Was zum... Oh. Er verpisst sich einfach. Übles Vieh, was ist das? Leo liegt. Ich lieg auch. Der ist richtig böse. Gleich stimmt er, dann schicken wir wieder. Jetzt okay. Alles gut. Der hat die Schüsse reflektiert, umso mehr draufgeballert, umso mehr abbekommen. Oder zumindest Leo hat alles abbekommen. Also ich auch, ich war um ein Haar wäre ich gefallen. Ja, ja, aber erst musste Leo sterben, dann konntest du getroffen werden. Ja, und der Doktor gleich mit. Immer schickt er mir jetzt Schutzschild vor. Du standst einfach nur da rum. Gibt's irgendwas? Nur ein bisschen okay, Geld. Dann. Oh, gut. Okay, die Tür ist nicht offen. Hier geht's doch rein. Ah, diese Tür. Verkauf was mal. Da ist ja nur Geld drin. So, Leo, pass mal auf. Da ist dieser Automat. Davor stehen und nicht einkaufen. Und dann drück Q. Jetzt nur davor stehen. Abwärts. So, dass diese Werbung aufploppt. Sobald du die Werbung siehst, kannst du Q drücken. Das funktioniert nicht. Unterstützt Läden in der Region. Aber es steht doch dran, oder? Was? Die Q-Taste. Oder siehst du da nur einkaufen eh? Ich sehe nur eh. Ja, dann ist deine Munition gerade voll. Ja. Und wenn nicht, siehst du auch Q stehen. Ja. Du kannst ja testen, schieß einfach mal kurz gegen die Wand, lad einmal nach und guck wieder hin. Mit irgendwas. Nachladen. Nachladen. Du musst ja auch Munition verbrauchen, jetzt. Und? Bei mir steht einkaufen und dann steht... Zeit zum Kaufen. Hat es jemand verstanden? Nee, dann steht... Dann kann ich nichts mehr. Jetzt ist sie weg. Ich bin nicht weg. Ah. Okay. Ich muss es einfach auswählen. Wie, du musst es auswählen? Ne, es steht non, also gar nichts. Ach, du hast keine Taste belegt. Nicht belegt. Okay. Scheinbar. Also normal ist es Q.
cool seitwärts nach rechts steuern. Das ist egal. Wo steht denn das? Nachladen, ja. Alles gefixt, gar kein Problem. Ja, aber wo steht denn das bei euch? Also in der Tastatur unter. Oh Gott. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo man. Also. Ich hätte die Tastatur einfach wieder zurückgesetzt. Aber ich weiß ja nicht, was du sonst alles geändert. Als erstes nicht geändert. Ja, dann kannst du sie ja einfach wieder zurück. Kannst du nicht einfach einen Ursprung. Drück X, dann ist sie wieder auf Standard. Dann müsste das auch wieder drin sein. Wo drücke ich X? Sekundäre Verwendung ist Q übrigens. Wenn du im Menü drückst, X wird zurücksetzen auf Standard. Was? Steuerungsmenü, oder? Ja, genau. Ja, wo denn sonst? Ja. Autsch. Okay, also ich habe jetzt Standard hergestellt. So, jetzt gucken wir doch nochmal. Hast du da auch die Änderungen gespeichert? Ich glaube, das ist Bronze. Aber steht immer noch None. Dann wohl nicht, aber ist ja auch egal. Das ist... Ich gehe nochmal in deine Tastatursteuerung, guck mal bei Kampf und Interaktion. Und was steht da bitte bei... Sekundäre verwenden? Nichts. Da muss Q rein. Okay, habe ich jetzt. Und jetzt gehen wir gucken, ob es... Und hast du die Änderungen auch gespeichert? Wo muss ich das denn speichern? Ich bin mir echt nicht sicher, ob er die Änderungen... Nein, normal nicht. Also, er hat hier nichts zum Speichern, aber jetzt hat das eigentlich genommen. Ich bin jetzt nochmal reingegangen. Ja, jetzt geht's. Okay. Gut. So. Also gut. Ist ja jetzt die zweite Folge oder so. Ja, dann hupen wir mal da runter, oder wie, oder was? Ich hatte das schon mal mitbekommen. Komm rein. Ich bin auf der Brücke. Baylix, bist du hier? Psst. Wohl nicht. Kammerjäger, ich bin fast da. Nur noch ein letztes Problem. Du bist nicht zum Problemlösen gemacht, Baylix. Das ist mein Job. Du bist nur mein Chauffeur. Tja, ich löse gerade den Antikollisionsschutz. Genauer gesagt, ich löse ihn auf. Navigiert, Baby! Oh, Mist. Oh! Ja, gehen wir es an. Korrosionswaffen, ja? Okay. Die Grüne. Die Grüne sind Säure und nicht Strahlung, Leo. Ja, von der Säure. Badam. Oh, was Legendäres. Oh, ich sehe es da hinten leuchten. Ein Maschinengewehr. Ein starkes Maschinengewehr ohne irgendwas. Jetzt hebt mich hoch. Ja, irgendwas ohne irgendwas. Ich habe gerade das Kammerfragment aufgehoben, glaube ich. Gut, nicht verlieren. Die Mainstream-Bitch. Was? Das ist die Waffe, die wo ich aufgehoben habe. Der heißt die Mainstream-Bitch. Alles klar. Oh, ich glaube, ich habe seinen Roboter zerstört. Na, egal. Du hast das erste Fragment des Kammerschlüssels von Eden 6 erlangt. Bring es an Bord der Sanctuary. Ja, Sanctuary.
Alle bereit? Mhm. Ja. Yep. Ich bin noch kurz im Menü. Ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum ich bei mir habe. Oh. Sachen. Ich gehe nochmal ins Menü. Oh! Sachen! Ja. Oh, Sache! Scheiße. Das war lila. So viel hab ich gesehen. Du hast nichts gesagt. Doch. Oh. Ach Mann, dieses böse Lachen kenne ich. Genevieve hat sich in eurem Schiff breit gemacht. Hey, Idioten! Ich mag euer Schiff. Nicht so gut bewaffnet wie das Familienjuwel, aber ich passe gut rein. Fehlen nur noch ein paar kleine Modifikationen. Oh, Serviceboards an Bord? Bitte die Crew zerlegen. Was in aller Kammerjäger? Wir sitzen hier fest. Geh zur Brücke und beheb das. Mhm. Was ist hier los? Werden wir angegriffen? Also auf zur Brücke. Runter vom Schiff! Kommandant, Kinder zuerst! Der Staubsauger ist zurück. Ohne Blut kannst du nicht leben. Und das sagst du zu einem Roboter, echt? Natürlich. Ja. Aber sonst kein Hobby. Vorwärts! Der hatte doch so einen Kehrwisch. Jetzt hat er nichts mehr. Alter, der Staubsauger könnte im Stille zu. Das Schlüsselfragment und das Schiff zu Aurelia. Und wenn ich dann mein Schlachtschiff als Belohnung kriege, reise ich von System zu System und zerrenne jeden bewohnten Planeten. Ich fall jedes Mal drauf rein. Ich wollte immer schon mal Urlaub machen. Ach, Scheiße! Wir sind in einem Asteroidenfeld! Kammerjäger! Sie hat ihre Klauen in deinem Computersystem. Du kannst dir von hier aus nichts anhaben. Ich muss selber rein. Stöpsel mich ein. Okay, Genevieve. Scher dich da raus. Zwing mich doch. Schweine! Ich bring euch alle um! Selber schuld, Genevieve! Okay, Leute, ich schalte die Verriegelung ab und versetze euer Schiff wieder in Normalmodus. Kammerjäger, ich glaube, ich habe Verwendung für diese Kampf-KI. Bring sie zu mir. Okay! Das soll uns irgendwas Geiles draus bauen, ja. Uh, 189.000, ja. Oh, da drüben gibt's eine Nebenmission. Aber du musst erst zu Markus. Ja. Ich muss eins tiefer. Ich bin zu hoch. Ja. Ja, ich auch gerade gemerkt. Markus! Okay, und jetzt schaff sie irgendwo hin, wo sie nichts anrichten kann. In einem Klo oder kaputten Klo oder so. Aha, ich weiß da was. Jetzt, wo der Spuk vorbei ist, bring mir doch bitte das Schlüsselfragment. So, kurz verkaufen. Ich hab Kugeln mit deinem Namen drauf. Moment. Staubsauger. Ja. 274. Weg damit. Die wollen wir nachher mal kurz angucken. Du hast etwas Geld. Gib doch was davon aus. Immer gerne, Kammerjäger. So, kann ich mir leisten, mir da irgendwas hier neu zu... Oh Gott. Bei Söldnern ist es wie bei Händlern. Nur mit einem guten Vorrat kommst du irgendwie durch. Großes Maschinengewehr nutze ich aber gerade. Wenn du dir die Taschen füllst, werden
Mir fehlen 30.000 zur Pistole. Oh. Okay. Gib mir mal das Schlüsselfragment. Dieser Staubsauger. Hallo. Du bist jetzt also ein Widerstandskämpfer, wie? Wie fühlt es sich an, einer aus dem Volk zu sein? Abscheulich wahrscheinlich. Jetzt. Danke. Unsere Einkerkerung hat Früchte getragen. Wir haben vielleicht einen Plan, wie wir die Kammer öffnen können, ohne den Kalypsus wiederzugeben, was sie wollen. Nun, da wir wissen, dass sie auf die Macht des Kammermonsters aus sind, sind sie verwundbar. Tennis sucht nach einem Weg, wie du das Monster zerstören kannst, bevor Taryn seine Macht an sich nimmt. Du hast das Schiff gerettet. Schon wieder. Danke. Hey, 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 das war alles ich. Ich meine, kein Grund, mir zu danken, ja, aber ja, das war alles ich. Ich bleibe hier. Das Schiff ist cool. Dann hat Sanctuary jetzt wohl eine Stimme. Klar, warum nicht? Oh, ich habe was von Clay erfahren. Er hat einen Hinweis auf das nächste Fragment. Geh zu ihm. Ich töte dich! Oh, tut mir leid, ich meine Level anderen. 33. Glückwunsch! Neue Mission entdeckt, Schurkenkuss. So, was haben wir denn hier? Gut, dass du da bist. Mit einem Kammerjäger ist man immer sicherer. Klar, du kannst sprechen, ohne die Lippen zu bewegen. Das ist cool. Die ist unter mir, oder was? Ja, die ist unter mir. Oh, Kopfgeld! Ah, nein, das ist das erste DLC hier. Die Mission hier. Die kann ich natürlich noch nicht starten. Wäre nicht so gut. wohin? Sprich mit Clay. Wo zum Geier ist denn Clay? Q. Nee, X-Orbit. Okay, wir haben mehrere Sachen. Nebenmission? Ja. Nee. Ich habe die Ausrufezeichen, ich weiß aber nicht, wo sie hinführen. Jetzt sind sie weg. Ich bin sehr verwirrt. Naja, ich geh mal zum... Ich geh mal zum Schnellreiseportal. Ich hab mein Geld ausgegeben, bevor ich sie da verliere beim Stellen. Immer gut. Ich hab noch nie von einem Falken gehört, aber Baylex ist der Meister der irren Parsecs. So, Clay, wo sollen wir hin? Eden 6. Was gibt's hier? Hochofen. Okay, hier gibt's wirklich was. Ich bring uns hin. Ja. Alle bereit? Moment. Und gleich. Dum, dum. Ja, mach, okay. Jo. Gut. Schlückchen trinken. Da können wir die Folge eigentlich auch beenden. Da könnte man eine noch aufnehmen, ne? Dann wäre 10. Archimedes, hörst du mich? Gut, mach mal so. Guter Front, Bestie. Dann, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe doch, bis zum nächsten Mal bei Borderlands. Bitte melden, hört ihr mich? Bei Borderlands 3, mach jetzt gut. Ciao, ciao. Tschüssi. Du musst es gerade nachdenken. Nein, da hat jemand gesprochen. Du hast immer noch keinen Ton, oder? Wo sind denn nur alle? Doch leise.